Willkommen bei der Servus TV Hockey School. Eishockey ist ein spektakulärer und schneller Sport. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren, vor allem bei der Regelkunde. Wir bringen Licht ins Dunkel in der heutigen Lektion der Fight. Beim Eishockey gibt es ab und zu die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Wenn Worte letztendlich nicht mehr ausreichen und die Emotionen mit den Cracks durchgehen, wird das Ganze mit den Fäusten geklärt. In der Regelsprache heißt das dann Faustschläge oder unnötige Härte. Natürlich gibt es auch hier ganz klare Regeln. Eine Aufforderung zum Fight durch Fallenlassen der Handschuhe wird automatisch mit 5 Minuten Ruhezeit in der Box bestraft. Unterzahl gibt es keine. Kommt es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung, gibt es für die Spieler eine Vielzahl von Möglichkeiten, Strafen auszufassen. Von der kleinen Strafe, also 2 Minuten in Unterzahl, bis zur Matchstrafe inklusive Sperren durch den Strafsenat reicht die Palette. Je nach Intensität und Auslösung des Kampfes können die Referees hier in den Strafentopf greifen. Mischen sich andere Spieler trotz Intervention der Schiedsrichter ein und kämpfen mit, werden auch sie bestraft. Und zwar mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe. Ab in die Kabine. Noch nie einen Fight beim Eishockey gesehen? Schauen Sie mal. Die beiden markierten Spieler haben offensichtlich einiges zu klären. Nach einem kurzen Wortduell fliegen auch schon die Fäuste. Die Schiedsrichter gehen erst dazwischen, sobald einer der beiden Cracks auf dem Eis liegt. Dann ist der Fight vorbei. Beide Spieler bekommen eine 5-minütige Abkühlzeit auf der Strafbank. Sehen Sie, es ist doch gar nicht so kompliziert. Weiter viel Spaß beim Eishockey schauen und bis zur nächsten Servus TV Hockey School.